Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Flugkapitän Maximus mit der Lufthansa-Maschine A320-200 Richtung San Diego von LA starten. Das Wetter ist immer noch herrlich und wir werden mal schauen, ob wir die schöne Maschine landen können. Und wir driften ein bisschen ab. Das bedeutet, wir werden jetzt selber das Steuer mal übernehmen. Und lenk mal ein bisschen ein, ganz sanft, sonst gibt es wieder Ärger von der Flugaufsicht und Beschwerden der einzelnen Fluggäste. So. Eieieiei. Normalerweise sollte ich eigentlich hier alles selber erkennen, was hier alles an Sachen beschrieben wird. Aber ich mache trotzdem mal das Interface an. Wir sind auf einem guten Weg. Ja. Die Maschine zu landen. Beim letzten Mal haben wir es ja hinbekommen. Die Landung. So, wir bleiben jetzt einfach auf diesem Kurs. Nehmen ein bisschen Schub weg. Und wir werden jetzt nach und nach tiefer gehen. Und da unten ist schon, oh Gott, da unten ist schon die Landezone. So, oh Gott, ich glaube, wir kommen zu steil, oder? Eieieiei. Ob das gut geht? Oh, was werden die Leute sagen? Das gucken wir uns auf jeden Fall an, wie ich hier lande in San Diego. Jetzt leicht zurückgehen, leicht. Kein Schub. Oh, ich denke mal, wir müssen wahrscheinlich noch durchstarten. Ob ich jetzt die Flügel einstelle? Oh Gott, das schaffen wir nicht, oder? Ich fahre mal das Fahrwerk raus. Eieieiei. Aber man denkt gar nicht, dass ein Flugzeug so geht. Weiter runter will er gar nicht. Dass so ein Flugzeug so, ja, lang schwebt, ne? Ich bin auf jeden Fall zu hoch. Oh je. Oh je. So. Oh Gott! Komm! Eieiei! Ich drücke voll nach vorne! Oh Gott! Jetzt sieht's schon besser aus! War auf jeden Fall eine Sarajevo, von Sarajevo, ja, die Landung hier mit der Transall. Oh Gott, wir kommen falsch. Geh weiter runter. Nein. Oh Gott. Oh. Oh, bremsen und hier diese komischen Dinger da. Oh shit. Ich denke mal, das war mehr Quack der Bruchpilot. Und das werden wir jetzt. Ja, toll. Wir können uns nicht angucken, weil ich das. Verdammt. Ach, komm Jungs, wir machen was anderes. Ich werde diese Einstellung mal machen. Und zwar Einstellung bei Sonstiges werden wir mal auf unendlich machen. Und wir starten die Maschine jetzt einfach nochmal. Und probieren es nochmal zu landen. Wir machen einfach mal eine Platzrunde, wir haben ja noch Zeit. Und dann versuchen wir es auf jeden Fall nochmal neu. Aber dafür muss ich
Hier Navigation. Wir sehen ja jetzt hier, haben wir das alles. Und wir suchen uns natürlich den Flughafen. Wir sind gerade hier. Okay. Ja. Und Navigation. Wir wollen natürlich. Wollen wir hier landen? Warum will er das nicht? Okay, wir probieren das einfach mal. So zu landen. Dann können wir wenigstens nochmal üben, das Starten. Das kann ja was werden. Aber es sieht doch herrlich aus hier, oder? Schön hier mit der Stadt. Wir werden auf jeden Fall mal so eine Flugeinlagen machen, wo ich hier durch die Häuser durchballer. Das werden wir auf jeden Fall machen, um einfach mal ein bisschen zu üben. Und jetzt ziehen wir mal langsam hoch. Fahren das Fahrwerk rein. Und machen da jetzt einfach mal schön. Aber wir sagen, wir gucken uns das einfach nochmal an. Wie ich gestartet bin. So, da ist auf jeden Fall schon mal angezeichnet die Landezone. Ob wir irgendwann mal so weit sind, dass wir das nicht mehr brauchen, da, das glaube ich nicht. Ja, ging. Ja, aber die Stadt haben das schon mal schön gemacht, ja? Schön. Okay. Jetzt geht's weiter. Ah, wie so hoch brauchen wir heute gar nicht. Wir werden auf jeden Fall üben, wie wir fliegen. Oh Gott. So, wo ist denn das Ding jetzt hier? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, nicht so weit. Jetzt mal ein Stück geradeaus. Und ich werde auch gar nicht so hoch fliegen. Hier unten erkenne ich es ja. Hier in dem Bereich, diesen kleinen Bogen muss ich jetzt fliegen. Dann werde ich jetzt schon langsam mal reindrehen. Und nicht so doll, sonst gibt es wieder Ärger mit euch. Ah ja. Oh Mann. Das läuft ja wie ein Länderspiel hier. Ich dachte, 30 Sekunden reicht, also hätte ich diese Landung gar nicht geschafft, ne? Ah, noch ein bisschen geradeaus. Mal schauen, wo ist denn jetzt das Ding? Oh, komm mal her, Flieger. Da ist es. Da ist es, da muss ich rein. Ein bisschen kurz die Landebahn jetzt. Okay. Jetzt aber hart einlenken. Lasse kotzen. Nee, egal. Oh, Lens Flare. Oh, da ist es ja. Oh, da unten ist es. Ah, oh, runter, 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 runter. Runter. Ah ja, runter jetzt. Die will auch nicht runter, die Maschine, ne? Das war eindeutig zu hoch. Aber ich fliege wie so ein Kampfpilot, ne? Das denke ich mal nicht so optimal. So, wir machen jetzt die. Machen wir mal auf 4, ob das jetzt zu viel ist. So, jetzt. Ah, das sieht jetzt schon viel, viel besser aus. Das sieht auf jeden Fall besser aus. Ja. Also wenn ich auf 4 mache, lässt sich auf jeden Fall ein bisschen besser steuern, ne? Hier über dem Flughafen. Oh je. Kreuzflug. Kriege ich das alles hin? Hier sind die ganzen Schiffe, die einfach nur als Texturmüll hier unten zu sehen sind. Ah, jetzt bin ich schon ein bisschen zu tief fast, wa? Oder was sagt ihr? 200. Ja. 100. 50, 40, 30, 20. Und jetzt anheben, anheben. Ey, warum willst du nicht runter? Was ist denn los, Maschine? Oh.
Und bremsen. Und die Flaps. Eieieiei. So, das werden wir uns jetzt mal angucken, wie ich jetzt auf jeden Fall den Startversuch gemacht habe, den Landeversuch, das zweite Mal. Okay, wir kommen jetzt einfach mal hier so angedonnert, machen hier das Interface aus und lassen es einfach mal jetzt so auf uns wirken. Ah, das sieht schon irgendwie ganz schön bombermäßig aus, oder? Wie ich hier so runtergehe. Da hinten war der Flughafen. Ach, hier ist der Flughafen. Das müssen wir mal angucken hier. Hier ist der Flughafen. Aha, aha, aha. Schon ein bisschen böse sieht das aus, ne? Im Hintergrund die andere. Die Stadt. Gut, weiter. Da sieht doch schon gut aus. Oh ja. Yeah. Ah, da muss ich schon ganz schön korrigieren, aber ich bin doch ganz schön gehopst, ne? Ich Osterei. Oh, jetzt. Jetzt. Ah, guckt euch an. Da bin ich wieder ein bisschen gesprungen. Ja, das war halt, ne? Das ist gar nicht so einfach. Okay. Und jetzt werden wir gleich sehen. Jetzt komme ich auf. Und dann springe ich. Ja, was mache ich da falsch, ne? Also, wahrscheinlich zu schnell. Und jetzt komme ich runter. Und habt ihr gesehen, richtig schräg aufgekommen. Ein ganz kleines bisschen schräg aufgekommen, so. Komm mal her. Guckt euch an, hier, da komme ich echt ein bisschen schräg. Ja, man kennt es ja auch irgendwie aus den Filmen, dass der Flieger dann doch ein bisschen... Oh. Ja, ja, jetzt mache ich die Flaps hoch. Seht ihr? Das sieht schon mal ganz cool aus. Oh je. Yeah. Ach, die bleiben denn oben, wa? Aber ich glaube nur die ganze Zeit, wo ich drücke. Das muss ich irgendwie anders machen mit der Bremse. Ja. Gut. Da haben wir es doch irgendwie geschafft. War jetzt keine glanzvolle Landung, aber wir werden jetzt auf jeden Fall was machen. So, ich kann jetzt auch weiter nichts machen hier am Flughafen. Das ist alles sinnlos hier, ne? Was soll ich hier? Nee. Okay, für mich ist auf jeden Fall, wollt ihr so eine Flugeinlagen einfach mal durch die Stadt hier, wo ich hier immer durch die Häuser schluchten. Und zwar könnten wir Flugzeuge, natürlich so ein Flugzeug nehmen, was so ein bisschen mehr ja, beweglich ist. Also, wir werden das nächste Mal ein bisschen Blödsinn machen. Auf jeden Fall entweder in L.A. oder in San Francisco oder halt hier in San Diego. Werden wir mal sehen. Entweder nehmen wir die hier, so ein altes Flugzeug aus dem Ersten Weltkrieg. Wir könnten die F4 nehmen. Oder halt hier so ein Kunstflugzeug. Aber eine F18 nehmen. Oder das Flugzeug. Ja, ich würde sagen, die vier Flugzeuge, die ich jetzt hier sehe, also werdet ihr oben sehen, also oben rechts, werdet ihr dann so ein Fenster sehen, dann könnt ihr mit abstimmen, dass wir da einfach mal ein bisschen Blödsinn machen. Also, einmal das Flugzeug, einmal das hier und einmal das Flugzeug hier. Oder das hier noch. Ja, die vier Flugzeuge werden wir auf jeden Fall das nächste Mal nehmen. Dann machen wir so ein bisschen Halligalli. Und fliegen ein bisschen Blödsinn rum. Und das nächste Mal werden wir dann wieder ein bisschen mehr auf Fliegerisches gehen. Vielleicht auch mal einen Segelflieger. Haha, ist ja total langweilig. Oder eine F18.
Können wir mal gucken, ne, was ihr so wollt. Ihr könnt auch eure Wünsche schon reinmachen, ob ihr wieder ein bisschen mehr Passagierflugzeuge oder halt so eine, ja, King Air Maschine nehmen wollt oder wie auch immer. Schreibt es einfach unten in die Kommentare, denn macht der Maximus einfach mal hier gemütlich einen Fisch und hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.